So, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Es ist der nächste Versuch, Bowser zu knacken. Ich hoffe, dieses Mal klappt es endlich. Weil ich habe allmählich langsam die Schnauze voll von diesem kleinen... frechen... stacheligen Vieh. Und er soll eigentlich mal besiegt sein. Jetzt zack, nimm das. Das ist die Vorrunde. Und jetzt kam die Runde, die mich immer so abgenervt hat. Ich werde ab diesem Punkt keinen Quicksave setzen. Weil ich wollte es ja ohne Quicksave schaffen. Dieses Spiel, ich hoffe, ich verballere nicht meine ganzen Leben mit dem Mist hier. So, das ist eine neue Aufnahme. Ich bin mit neuer Energie betankt und hoffe, jetzt klappt es endlich. Ich muss mich nur konzentrieren. Das war das Zielsystem, was mich so aufgeregt hat. Dann Mist mit dem Fadenkreuz hier. Oh, und das nervt mich auch. Seine blöden Feuerbälle da. Zack. Nein, das war schlecht. Weil es jetzt geleckt hat. Oh mein Gott, ey, Mann. Scheißleck. Genau im falschen Moment muss es auch noch laggen. Klasse. Das gibt's nicht. Och, Yoshi, was soll denn das jetzt werden? Hallo, Yoshi! Jetzt kam die Phase wieder. So, und jetzt bitte ohne Lag. Jetzt ist das Teil da, klasse. Hm, auch schön. Klaus mir erstmal volle Kanne mein Mario. Hast sie doch nicht alle. Hier nimm das. Und das.
Bam. Nein, schon viel zu nah. Hau ab. Bitte. Oh Gott, ich glaube, das... Es ist endlich geschafft. Wir werden uns einen Tag später rächen. Da kannst du sicher sein. Warte, Meister, ich werde dir helfen. Adios, Carmack. Ja, da ist der Storch und da ist Baby Luigi. Und so, dank des mutigen Auftretens der Yoshi, sind die Geschwister wieder vereint. Das Storch, während der Babyauslieferung ermöglicht wurde, durch die ganze Zeit... Na, ihr kennt die Story ja. Boah, tut mir leid, Leute, dass es jetzt so lange gedauert hat. Mit zwei... anderthalb Parts eigentlich, aber... Boah, dieses Zielsystem war echt anstrengend. Für mich gerade. Und da fliegt der Storch. Und Leute, das war's mit Super Mario World 2 Yoshi's Island. Puh, die Challenge ist vorbei. Ich habe es ohne Quicksaves geschafft. Das, was ihr jetzt am Anfang des Parts gesehen habt, war nur der Schnitt vom letzten Part. Ja. Was gibt's dafür zu sagen? Yoshi's Island, ein sehr, sehr geniales Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Was jetzt nach Yoshi's Island kam, habe ich bereits angekündigt. Das war Beyond Good and Evil. Den Hack werden wir nebenbei natürlich weiterführen. Und die restlichen aus meinem Preview angekündigten Projekte. Ja, was dieses NDS betrifft, es wird in ferner Zukunft tatsächlich der Fall sein, glaube ich, dass ich dieses Spiel noch einmal spielen werde. Auch als Replay, aber jetzt noch nicht, das wird erst noch in nicht allzu ferner Zukunft geschehen. Beziehungsweise in nicht absehbarer Zukunft. Muss ich noch entscheiden, wann. Ja, ich danke den vielen Zuschauern, die so freundlich das Spiel verfolgt haben. Und ja, was kann man zu sagen? Ist natürlich eins der besten Nintendo Games überhaupt. Das meiner Meinung nach weltweit beste Jump'n'Run Game, das ich kenne. War natürlich auch alles schön auf Deutsch. Und ja, so ähnlich habe ich das Spiel damals auch auf dem Original Nintendo durchgespielt. Jetzt kommt die letzte Cutscene. Die beiden Marios erreichen nämlich ihr richtiges Zuhause.
Ja, und jetzt sieht man nur ganz kurz die Eltern von Mario und Luigi. Beziehungsweise ihre Füße und ihre Hände. Ach Mario, wenn du wüsstest, was du später mal für ein Hanswurstwurst ist, Luigi. Bei dir ist es auch nicht anders. So, können wir was machen? Nee. Können wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute von Yoshi's Island Replay, dem letzten Part. Ich bedanke mich für euch und sage in diesem Projekt ein letztes Mal Tschüss, Sikowski, Leute.